Wow, was ist das für ein Vieh? Oh mein Gott. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Na toll, jetzt kommen wir mal nicht weit. Lamb versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Toll, also brauchen wir wieder mal einen Schlüssel, damit wir weiterkommen. Toll. Okay, lang ist es her, dass ich das letzte Mal Bioshock gespielt habe. 2 Wochen oder so, deswegen brauche ich jetzt auch wieder ein bisschen Eingewöhnung. Und was ist denn das da? Das ist jetzt irgendwie beim Patch dazugekommen, dass das Rote so ist, weil jetzt gab es wieder ein Patch und so. So, okay. Ja, also ich brauche wieder ein bisschen Eingewöhnungszeit. War ich da jetzt schon drin oder nicht? Ich glaube schon, okay, da brauchen wir den Schlüssel. Gut, wir sind im Pauper's Drop. Warte, wo ist denn hier eine Karte? Da. Pauper's Drop ist irgendwie eigens beschriftet. Vielleicht hat das früher anders geheißen. Da, weil da steht jetzt auch überall Pauper's Drop mit so einem Schild draufgeklebt drauf. Keine Ahnung. Falls ihr es wisst, sagt es mir bitte. Gut, dann sehen wir hier, was ist das? Dionysius Park. Dionysus Park oder so, und dann kommt Fontaine Futuristics, da müssen wir hin. Gut. Also. Beschmutzer! Beschmutzt! Beschmutzt! Okay, nein, jetzt müssen wir das mal hacken. Wop. Wop. So. Okay. Also, wir gehen mal in Papas Drop rein. So, okay, ein paar Infos. Ich werde jetzt nicht mehr immer jeden Tag gleich alle 5 Parts, die ich am Wochenende aufnehme, oder 5 sind es durchschnittlich, sage ich jetzt mal nur, werde ich sofort am Wochenende hochladen, sondern jetzt verteilt unter der Woche. Davon habt ihr mehr, weil ihr jeden Tag was zum Ansehen habt und nicht alles gleich an einem Tag bekommt. Und dann bleibt wenigstens meine Aufrufstatistik intakt. So, ist hier irgendwas? Okay. Gut, das war mal Infos zum Upload jetzt. Also jetzt kommt jeden Tag nur noch ein Bioshock-Part und ein Yoshi-Part, wenn ich welche aufgenommen habe, wenn ich welche vorrätig habe. Wenn keine kommen, habe ich keine vorrätig. Gut, wir gehen mal weiter. Okay, die beten irgendwie die kleine Little Sister an, die da gerade raufsteigt oder so. Wartet mal ganz kurz. So, ich habe nämlich gerade den Patch vorhin runtergeladen und seitdem, und da hat es meine Steuerung wieder umgestellt. Die musste ich jetzt wieder das selbst einstellen. Headshot. Das ging ja mal gerade gut aus, oder? Ja, der Headshot war schon geil. So. Wir sind die Steine den Weg bereiten. Lehnt die Tyrannei des Ichts ab. Lamb sieht alles immer dasselbe. Gib dich hier hin. Ha? To all trains. Was erwartet sie? Keine Ahnung. Ja, die ganzen Leute sind so. Warte, lag es aber wirklich extrem, obwohl ich nur Half-Size aufnehme. Ich meine, hallo? Irgendwas mache ich falsch. So. Atlantic Express Transitkarte. Toll. So. Alles einsammeln, einsammeln, einsammeln. So. Was haben wir denn hier? Da braucht. Wow! Was ist das? Da ist schon wieder dieses Vieh. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy.
Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Okay, ich denke, das wird nicht so leicht werden, von Grace Holloway den Schlüssel zu bekommen. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie im Gefühl. So, okay, jetzt holen wir mal das. Wir sind im Pauper's Drop, meine Damen und Herren. Wirklich ein großes Scheißkaff. Ich hasse... Nein, eigentlich finde ich alle Levels von Bioshock 2 toll, aber... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, wir gehen mal unserer Kompassnadel nach und mir fällt gerade auf, ich habe noch gar keine Karte für diese Welt ausgedruckt, Entschuldigung. Jetzt weiß ich gar nicht, wo da Audiotagebücher sind. Naja, wenn wir schon finden. Mache ich dann gleich nach dem Part. So, tja, nicht viel da. Und da kommen wir auch nicht rein, oder? Ja, das ist ge... Hey, ich will deinen Anzug noch mehr versauen. Oh, davon. So, gut, dann... Der hat jetzt, glaube ich... Ja. Das ist darum, dich kümmern wir uns später. So. Du kommst noch mit. Big Daddy kommt später dran. Oder gleich. Viel Zeit. Okay, probieren wir es halt. Ja. So, wo ist er denn? Oh, hier haben wir einen Gedosgarten. Okay. Hacken wir mal das. Ja, toll. Okay. So. Oh, da ist eine Überwachungskamera, die Auto hacken wir gleich mal. So, heute bin ich mal faul. So, und jetzt kommst du dran, mein lieber Big Daddy. Hier haben wir übrigens einen Rosie Big Daddy, der ist stärker als Bouncer. Deswegen müssen wir da kommen, lauf in die Kamera. Oh shit. War gerade kein Ton. Und es laggt ziemlich und Ton wartet. Ich werde nachher mein PC nochmal neu starten. Weil irgendwie ist egal. Ich mach dich platt, kleiner Bruder, mieser Daddy, Schweine, Hund. Man kam jetzt gerade schon ab. Wow. Ja, das ist uns egal. So. Komm und tot. Ich will doch nicht. Komm schon. Geht doch. So, niedergeschlagen. So, Rosie. Untersuchen. Ja, Franzkasten. So, und du kommst jetzt mal schön mit. Ich sage den anderen Menschen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Hast du wirklich? Du kommst jetzt mit. So. Keine Lust da reinzulaufen. So. Wir haben kaum Munition, wir haben Ultra-Lags und das Level scheint endlos lang und irgendwie zu sein. Können wir uns. Ja klar, mit 5 LM können wir uns ja ganz viel kaufen. Okay, ich würde sagen, ich schneide hier das nächste Mal, gehen wir der Kompassnadel einfach nach. Also oben am Bildschirm. Also mal sehen, was uns dann da hinten erwartet. Wir gehen einfach in Sinclair Deluxe und stellen gleich mal Grace Holloway. Also, bis dann.